Hallo Freunde und willkommen zurück bei Unreal Return to Napali. In der letzten Folge sind wir an diese Stelle gekommen, indem wir durch die Stadt der Nali, die hier über uns ist, die hinter diesem Felsen versteckt ist, durchgelaufen sind bzw. gekommen sind. Und heute geht es an dieser Stelle weiter. Was ihr gerade nicht gesehen habt, das war ein Levelwechsel. Das heißt, ich bin von da oben eben gerade runtergesprungen und dann hat er das Level gewechselt. Ich habe mir gedacht, das müsst ihr nicht unbedingt sehen, es langt, wenn ich es euch sage. Und genau an dieser Stelle sind wir jetzt. Es ist übrigens flüssiger. Endlich ist Unreal absolut flüssig wie Wasser. Ich spiele hier gerade, oder ich nehme sogar auf bei 60 Frames pro Sekunde. Das ist der Knaller. Ich benutze jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm. Das hat allerdings den Effekt, dass ich die Soundeinstellungen im Nachhinein nicht mehr anpassen kann. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem einwandfrei verstehen werdet. Ich habe eben mal einen ersten Test gestartet. Das hat sich ganz gut angehört. So, und jetzt habe ich genug gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal dieses Level an, was übrigens heißt Approaching UMS Prometheus. Das heißt, wir treffen bestimmt auf die Prometheus. Wir werden es sehen. Ich genieße erstmal den geilen Sound, der hier im Hintergrund läuft. Hier hat jemand zu mir geschrieben in den letzten Kommentaren, du bist so ein bisschen oldschool, das merkt man, dadurch, dass dir die Musik gefällt. Ach du Scheiße. Ja, die Musik ist halt hier so ein bisschen trance-lastig und das ist wirklich so ein bisschen oldschool und ich bin ja selbst ein bisschen oldschool. Ich bin ja sowieso ein bisschen auf die Techno-Musik von damals hängen geblieben. Und deswegen gefällt mir das hier ausgesprochen gut. Okay, ich habe schon wieder was gehört. Die kleinen Kacker hier. So, der ist hin. Übrigens, ein Tipp zum Waffenwechseln habe ich in der letzten Folge bekommen. Einfach die Waffe wegstecken. Danach müsste sie wieder voll geladen sein. Wir probieren es einfach mal. Da ist schon wieder so ein kleiner. Ich probiere das gerade mal. Man sieht hier auch nirgendwo, wie viel Schuss ich aktuell noch in mein Magazin habe. Jetzt fange ich schon wieder an zu stottern, ey. So. Wieder eine kleine Stadt. Momentan ist noch alles ruhig hier. Hi. Okay, der hat nichts für mich. Doch, hier ein Leuchtstab. Einen Leuchtstab. Hallo. Ich muss da ja richtig aufpassen beim Spielen hier. Das ist so flüssig, das bin ich gar nicht gewohnt. Ach ja, dann macht ihr euch wieder über meine Englischkenntnisse lustig, wenn ich das jetzt vorlese. Another Thunderbird has fallen from the sky. Right before our eyes. I'm very scared. Scared that the sky demons will come to our valley now. Also, irgendwas, ein Donnervogel ist vom Himmel gekommen und hat die komischen Dämonen freigelassen. Naja, damit meint er wahrscheinlich diese Außerirdischen, diese Scare oder wie die heißen. So, was haben wir hier noch? Munition, das ist sehr schön. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich mache hier immer die Türen auf, sodass ich dir vorstehe. Das ist ganz geschickt gemacht hier. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So, jetzt geht's. Da haben wir wieder einen Boden, aber ich glaube, diesmal müssen wir nicht reinspringen. Und da haben wir noch eine Kiste. Oh, da haben wir auch hier... Was ist denn das für eine gewesen? Ich schalte gerade mal die Waffen durch. Das ist die Schrotflinte, ne? Das ist das Teil. Das ist doch das nicht, oder? Ups. Schmeiß doch nicht das Ding weg, ey. Das ist doch das Teil, das Sturmgewehr, okay. Oh, und da ist auch schon das Raumschiff. UMTES. UMS Prometheus, nicht UMTES. So, und da liegt eine Tote. Ja, und hier, hallo, wenn ich da jetzt runterspringe, breche ich mir den Hals. Wie soll ich denn da jetzt runterkommen? Hallo? Warte mal. Ich ordne das gerade mal anders an hier. So. Jetzt sind wir wieder da. Ich muss mal gerade speichern, bevor ich mir da jetzt wirklich den Hals breche. Es müsste hier wahrscheinlich auch irgendwo eine Quick-Save-Funktion geben. Aber keine Ahnung. Ist scheinbar nicht konfiguriert. Ich habe eben auf den Tasten rumgedrückt. Scheinbar ist sie nicht konfiguriert. So, das heißt, ich muss nochmal da zurückgehen. Da gibt es ja bestimmt einen anderen Weg, der uns dahin führt. Hier zum Beispiel. Oder sind wir da hergekommen?
Nee, wir sind da hinten hergekommen. Ich muss mir das nochmal betrachten. Tut mir leid. Wir sind daher gekommen. Und bestimmt geht's da rüber. Auf der anderen Seite geht's dann runter. Durch diese Höhle durch. Schauen wir uns das einfach mal an. Oha. So, der ist erledigt. Was haben wir hier? Oh! Guck mal da! Der arme Dali ist runtergefallen, ey. Manno. Ja, steht ja auch hier ein Schild, ne? Totenkopf, nicht überqueren, nehme ich mal an, soll das bedeuten. So, da ist noch ein bisschen Munition, aber die ist schon voll. Da geht's auch weiter. Moment, ich soll doch mal aufpassen. Ich denke da nicht dran, ob wir nicht diese Kisten brauchen. Ja, aber wie kommen wir denn da hoch? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Das ist so ein bisschen blöde. Ich will doch mal da hoch auf die andere Seite, wenn ihr versteht, was ich meine. Eventuell kann man das schaffen durch Springen. Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal kurz abspeichern? Komm, ich wage es mal. Ich speichere einfach nochmal schnell ab. So, approaching UMS Bromet Toys. Ich will jetzt gerade nochmal was schauen. Voreinstellung, Spieleinstellung, erweiterte Option, Spieleinstellung. Kryo, das so sehe ich aus. Ja, super, so sieht es aus. Voreinstellungen, Steuerung. Gibt es da irgendwo Quicksave? Ne, da gibt es überhaupt kein Quicksave. Kein Wunder, dass ich es nicht eingestellt habe. Na gut, wir haben ja es gespeichert. Na super, also wir kommen drüber. Der Nali ist leider nicht drüber gekommen. Was ist denn das hier? Ach, da ist so ein Felsen, der versperrt da den Weg. Ja gut, dann können wir da nicht weiter. Gehen wir mal hin. Oh, Spinne. Spinne auf 12 Uhr. Die werfen da mit irgendeiner Seuche. Und die treffen mich leider auch. Hallo? So, ich glaube, das war's. Da haben wir noch einen Gürtel. Warte mal, das können wir wahrscheinlich diese Kiste da hinschieben, genau. Dankeschön, du hast den Schildgürtel. Ja, ich bin übrigens in der letzten Folge gefragt worden, hier, Kryo, bescheißt du oder was? Also so genau stand es dann nicht runter, aber letztendlich war das gemeint. Ich benutze natürlich keinen Cheats. Es liegt einfach daran, dass wir hier zwei Lebensanzeigen haben. Und zwar einmal für die Gesundheit und einmal unsere Rüstung. Die Gesundheit geht natürlich nicht sofort runter, wenn wir Rüstung anhaben. Das gleiche gilt übrigens auch für Red Faction, was ich ja derzeit auch gerade spiele. Wenn ich es mir genau überlege, stand der Kommentar übrigens auch unter Red Faction. Naja, egal. Ey! Ich wollte noch nicht ins nächste Level. Obwohl, das ist gar nicht das nächste Level, ne? Normalerweise kommt ja immer die Zusammenfassung. Kann ich da wieder runter? Nee, super. Da war doch noch ein anderer Weg. Ach, Manu. Ich muss mir endlich mal merken, auf welcher Taste dieses Sturmgewehr liegt. Taste 3 ist... Ah, Taste 3 Sturmgewehr. Alles klar. Taste 1 mein Phaser und Taste 3 mein Sturmgewehr. Auf Taste 3 liegen zwei Waffen. Aha, das ist also Rätselslösung. Ja, wo ist jetzt die Prometheus? Die ist wahrscheinlich da vorne. Ja? Das könnte sein, dass da oben leuchtet. Bin mir nicht sicher, könnte es sein. Oha. Ach, jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo der Felsen uns den Weg versperrt hat. So, dann gehen wir mal ganz geschickt darüber und schauen uns mal an, was es da gibt. Ich höre seltsame Geräusche. Bestimmt kommen gleich wieder Feinde. Jetzt bin ich hier aus Versehen runtergefallen.
Du hast den Granatwerfer, den hatten wir schon. Ha! Den habe ich gar nicht gesehen hier, verdammt nochmal. Ja, da bist du natürlich gleich tot, ne? Guck mal hier, was der für eine Sauerei macht, was der hier hinterlässt, ist ja unglaublich. Okay, ich gehe jetzt nochmal auf diese Seite rüber. Ah, dann sind wir da an dieser Stelle, wo wir vorhin schon runtergeschaut haben. Wo ich mich nicht getraut habe, runterzuspringen. Und ich glaube, das war auch ganz gut so. Weil es wäre nämlich unser sicherer Tod gewesen. So, wir müssen wahrscheinlich irgendwie in das Raumschiff reinkommen. Und dazu schauen wir uns mal hier außen um. Das sieht ziemlich geil aus, das gefällt mir. Ich meine, ist natürlich nicht so detailreich wie moderne Spiele und so. Aber trotzdem irgendwie geil. Ach, das ist doch herrlich. So, was haben wir hier noch? Das sind so riesige, weite Flächen. Und da liegt nirgends was, ey. Frechheit. Aber okay. So. Ich glaube, hier hinten werden wir nichts mehr finden. Da oben vielleicht mit einem Rocket Jump hoch. Das müssen wir mal probieren, ne? Also ich meine, mit einem Rocket Jump komme ich da sowieso nicht hoch. Aber eventuell mit einem Cheat oder so. Einfach nur mal zu schauen, ob da oben irgendwas liegt. Hm. So, das sind die zwei mächtigen interstellaren Hyperspace-Triebwerke. Den Namen habe ich mir eben gerade selber ausgedacht. Ziemlich geil. Oder einfach nur Triebwerke. Da vorne ist irgendwas. Ah, da hinten geht's hoch, das sehe ich schon. Und es wird bewacht von jemandem. Da kommen wir leider nicht hoch. So, der sieht uns noch nicht. Aber gleich, sobald ich hier das Feuer eröffne. Der geht zurück, holt er jetzt etwa Verstärkung oder was? Das geht doch bestimmt gleich hoch hier, oder? Nee, es dampft einfach nur, es geht gar nicht hoch. Ich hätte jetzt schwören können, man müsste sich beeilen, weil das Ding da sonst hochgeht. Okay, die erste Tür geht schon mal nicht auf. Kann man hier hoch? Nee, kann man auch nicht hoch, ne? So, dann sammle ich das gerade nochmal ein, wenn die Klappe hier nicht zugeht, wenn die offen bleibt. Und wir gehen einfach mal weiter. Servus! So, der ist schon tot. Tja, irgendwas müssen wir hier machen. Ja, das Sturmgewehr ist richtig geil. Oh, und da kommt der nächste an. Der hat selber ein Sturmgewehr. Na komm. Na los, komm. Oh, der hat nicht nur ein Sturmgewehr, der hat sogar Raketen dabei, die Sau. Das ist doch unglaublich, ey. Ich weiß, ich renne schon wieder zurück. Aber hier liegt ja noch was. Das können wir nicht einsammeln. Das ist Munition. Und hier hinter ist nichts. Okay, wir müssen da weiter. Beziehungsweise wir können auch hier weiter. Oh, da hat es jemand zerrissen. Da auch. Da ist hier das ganze Zeug zusammengefallen. Was haben wir hier Feines? Den Raketenwerfer, jawoll. Aber ich schalte trotzdem wieder zurück auf das Sturmgewehr, in der Hoffnung, dass wir hier genug Munition finden. Was ich eigentlich gar nicht glaube. Aber das ist ja egal, wir haben ja die große Wahl der Waffen. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Das haben wir gerade eben von unten gesehen. So, das sieht aus wie ein Aufzug oder sowas. Turbolift. Hm, da vorne ist auch ein Turbolift. Das ist die große Frage, wo wir hin müssen, ne? First Aid Station. Das hat ihm wahrscheinlich nichts geholfen. Oder ihr vielmehr, das ist eine Frau gewesen. So, da kommen wir auch wieder zurück. Achso, der ist am Arsch, okay. Gehen wir mal hier rüber. So, hier rumpelt alles. Das Ding fällt scheinbar immer noch zusammen. Was war denn das hier? Ach, das ist dieser Generator für dieses Kraftfeld. Okay. Das sind zwei Wege. Und der Turbo läuft. Jetzt die große Frage, wo müssen wir als erstes hin?
Der Turbolift funktioniert jedenfalls. Ach, hier ist versperrt. Was machen die denn da? Die arbeiten da drin, aha. Okay, wir fahren nochmal runter. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie dieses Kraftfeld deaktivieren. Das ist bestimmt hier an den Seiten irgendwo. Neue Übersetzungsnachricht. UMS Prometheus. Power Circuits. Warning. Circuit Overload detected in Network 2. Wir müssen wahrscheinlich da irgendwas wieder überhitzen. Was haben wir hier? Status. Network 3 normal. Netzwerk 3 normal. Was meinen die mit Netzwerk? Oh. Feind auf 12 Uhr. So, der ist auch tot. Wir haben eben schön mit dem Rocket Launcher geflasht. Und leider ist die Munition für die andere Waffe all. Ah, bestimmt können wir hier was machen. UMS Prometheus Engine 1. Ich glaube, das erste haben wir erledigt. Da ist auch wieder ein Fahrstuhl. Und hier? Da ist Lava oder was? War wahrscheinlich mal irgend so ein Generator, wo jetzt hier die Flüssigkeit ausgelaufen ist. Ein Kernfusionsreaktor oder sowas. So, gehen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich bin manchmal zu hektisch und gehe immer zu schnell weiter. So, da können wir aber gar nichts machen hier. Ich muss da immer mal an die Wände dran gehen. Denn wenn wir da was ändern können, dann ändert sich das, indem wir das berühren. So, auch der ist hin. Leider hat er keine Munition verloren und hier wird es langsam kritisch. Ja, ist die große Frage, kommen wir da drüber oder kommen wir da nicht drüber? Ich muss vorher speichern, bevor wir da in die Lava purzeln. Also ich sag jetzt einfach mal Lava, wahrscheinlich ist es keine Lava, sondern irgend so eine Flüssigkeit, um den Reaktor zu befeuern. So, wir haben es geschafft. Können wir da reinspringen? Das wäre auch was, ne? Noch nicht, später. Oder wir laufen jetzt gerade im Kreis, das kann natürlich auch sein. Wir laufen tatsächlich im Kreis. Müssen wir da jetzt rein oder müssen wir da nicht rein? Das ist die große Frage hier, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall drin. So, da oben geht's da weiter. Aua. Müssen wir aufpassen. Ey, da verbrenne ich mir die Füße hier. So, da kommen wir auch drüber. Und hier rumpelt's ab und zu. Nein. Au, au. Ach, da kommen wir ans Dach hier, oder was? So, sind wir draußen. Aber was sollen wir denn oben? Wahrscheinlich sollen wir irgendwo anders hinkommen. Oder hingehen, wo der Weg innen drin versperrt ist, den wir noch gar nicht gefunden haben. Weil es innen, weil wir noch nicht überall waren. Da ist nochmal eine Kiste. Zweimal Gesundheit brauchen wir nicht. Aber da, Stinke auf 12 Uhr. Ja, das war's schon. Aha, okay, hier geht's nämlich auch weiter. Da steht auch jemand. Komm, wir gehen da mal rein. Ja, momentan muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so sicher, wo wir hin müssen. Aua. Boah, da ist es. Ah, das ist jetzt diese Stelle, wo wir vorhin waren. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt müssen wir hier irgendwie weiterkommen. Das war die Stelle, wo der Turbolift war, wo wir dann auf der anderen Seite standen und gesehen haben, wie die gearbeitet haben. Und von hier aus muss irgendwie weitergehen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Also, mach's gut, bis dann.